Hey Leute, da sind wir wieder mit Duelist of the Roses und unser Deck hat sich leicht verändert. Wir haben ja gestern Tristan verboxt und heute ist Mai dran, ne, scheinbar. Und dann wollen wir doch mal gucken. Sie wird sicherlich irgendwas Geflügeltes spielen. Harpien, irgendwas, gehe ich mal von aus. Mittlerweile ist unser Deck okay, sag ich mal. Man kann es spielen. Und ich denke, wenn wir hier nur Mountain haben, sind wir auch ein bisschen im Vorteil. Oder ziehen zumindest gleich. Schauen wir gleich mal, was wir haben. Das einzige Blöde, was ich halt finde, ist, dass man immer rauszoomen muss jedes Mal. Das ist etwas nervig, aber wir haben direkt Müll. Was ich mal machen kann, ich kann jetzt Müll verheizen, zum Beispiel das. Wobei, ich muss ganz kurz nachdenken. Ich muss ganz kurz überlegen. Also doch, ich verheize heute erstmal. Erstmal verheizen. Müll. Bitte wetter nichts draus. Gibt kein Fischmonster hier. Wir lassen sie erstmal herkommen. So. So, das Ding kann zwei Schritte laufen, garantiert. Es wird irgendwas. Okay, das ist irgendwas Verteidigendes. Ah, alles klar. So, da haben wir doch schon unsere erste Kombi. Ich gehe mal davon aus, ich mache das diesmal anders. Bitte sag mir, dass ich so nicht versage. Ich mach das in Stücken. Warte mal, ich mach das in Stücken. Bin mir nicht ganz sicher, was draus wird. Okay, so wie ich es mir gedacht habe. Alles klar. Dann schicken wir die mal vor. Der X-Raider. So. Ich brauche sowas wie Tenderness oder so, um dann die mystische Elfe zu fusionieren. Da müssen wir mal gucken, dass wir die noch bekommen, so ein bisschen. Was kriegen wir schönes? Nothing special. So. Und mal reinhauen. Oh, die Harpien-Schwestern. Die sind aber schnell kaputt. Die sind aber schnell auf dem Feld und schnell kaputt. Wer hätte das erwartet? Oh, die Harpie kann zwei Schritte laufen. Das ist ja ungünstig. Das heißt, ich muss den Vorteil hier nutzen, um mich auch so zu bewegen. Also zumindest meine Karten. So, was haben wir denn hier? Geht's nämlich los, jetzt packen wir den Hoshi nämlich hier hinten hin. Und hauen hier mal drauf. Empress Judge. Achso, die Kriegertante. Oh Mann. Aber man merkt schon, die werden hier langsam etwas stärker, ja? Wie solche Sachen fusionieren können. So, was kriegen wir denn? Irgendein Krieger-Bullshit. Aber den Krieger-Bullshit mal ausspielen. Raushauen. Ganzen Mist. Eigentlich falsch rum, aber. Was haben wir denn hier schönes? Nothing. Nothing ist immer sehr schön. Was haben wir hier schönes? Nothing. Sehr schön. Keine Falle also. So, Harpientante, sie kann mir jetzt theoretisch direkt Schaden machen. Indem sie mir, die direkte Karte vor das Gesicht legt. Macht sie mehr oder weniger, mal gucken, inwiefern. Macht sie. 2,5, das ist echt scheiße jetzt. Dann noch so perfekt geplatziert, dass ich, nach vorne laufen muss auf jeden Fall, sonst haben wir es gleich hinter uns. Oder ich fusioniere was Geiles. Wird nix. So weit ist das Deck noch nicht. Jetzt muss ich wie ein Vollidiot wegrennen. Oder einen Sogen ausspielen. So, jetzt stehen die Chancen wieder gleich. Jetzt kann sie nirgendwo mehr hin. Ich kann sogar jetzt noch Schaden hier drauf machen.
Ja, wie ich ja schon am Anfang mal sagte, ja, das ist super, super taktisch, das ganze Ding hier. Kommt eh nicht ran. Ah ja, mach den kaputt, okay. Kriege ich ein bisschen Schaden, die ist ein Stück geschützt. Rein der Logiker, oh, Spellbound. Das kann sie sogar laufen, weißt du, das ist Taktik. Dadurch, dass der jetzt Spellbound ist, kann man da nicht mehr viel machen mit dem Teil. Also kann ich jetzt trotzdem... Es sind 300 Schaden. Ich muss mal kurz ein bisschen rum überlegen und probieren jetzt hier. Alles auf eine Karte setzen ist ja auch nicht gerade sinnvoll. Mach mal den Bullshit da weg. Sei mal so lieb. Röms. So. Dann will ich, dass Hoshi ein Stück hochkommt. Wir haben schon 4 Karten, das heißt, ich muss gleich irgendwas verheizen. Dann können wir bei denen plätten. Das ist sowieso nicht besonders. Und dann packe ich mir hier unten noch eine Death auf. So. Das ist jetzt der Plan. So kommt niemand an mich ran. Oh, Power Increase, das ist nicht gut. Ah doch, okay. Das heißt, ich kann sie jetzt töten halt. Ich will ein bisschen rumspielen. Ich krieg hier nichts, das gibt's doch nicht. Bam. Kaputt. Also einfach kann es plötzlich gehen. Ja, wir haben gewonnen. Juhu. Mit einem Deckmaster, der gar nicht unser Deckmaster ist. Ah, eine ganze Menge Harpien-Shit hier, ja. Da gebe ich nichts drauf. Es gibt irgendwie eine Methode, dass man diese Slot-Maschine auch manipulieren kann, aber... Also, dass du immer das kriegst, was du haben willst. Aber... Keine Ahnung wie, und ich würde ich auch nicht machen, das klingt ein bisschen schäbig eigentlich. So, das müsste doch jetzt Fischmann sein, ne? Da sind wir dick im Nachteil. Oder ist hier noch gar nicht? Ich habe übrigens einmal verloren, ne? Wie man sehen kann, ich habe einen Lose. Dieser Lose geht tatsächlich an Thea. Weil Thea hat das, was ich gerade gemacht habe, hat auch sie gemacht. Und hat er dann ihre 3000er Dinger da liegen, damit nie mehr gegen angekommen. Da hatte ich den ganzen Kram noch nicht. Deswegen, das war ein bisschen doof. Yeah. Marco. Marco will mich battlen wahrscheinlich. Ich glaube, das Spiel ist hier gecrashed. Also nicht gecrashed, aber es ist verbuggt einfach. Ja, das sieht schon mal danach aus, als ob. Ja, dann speichern wir das gleich ab, weil... Damit ich das nicht nochmal machen muss, falls das Spiel aus irgendeinem Grund crashen sollte. Er ist Wassertypi. Ich habe leider keine anderen Länder außer Dingens. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Müssen wir hoffen, dass wir mal einen guten Zug haben und dann einfach mal den einfach direkt wegwischen halt. Boah, die ist aber nur die Musik hier drüben, ne? Die auf der anderen Seite ist da viel wiederum besser. Ich dachte, das ist nur bei einem so. Oh. Nein, das ist die Musik auf dieser Seite. Oh mein Gott, nur Bullshit. Aber ich werde ihm mal den Bullshit direkt entgegenwerfen. Ich muss gestehen, ich habe auch gedacht, ich kann eigentlich was anderes spielen. Nicht genug Punkte dafür. Hey, Mr. Seeschlange. Maschinen haben hier gar nichts. Oh, Kacke. Ich muss auf jeden Fall irgendwas spielen. So, wieder 2 Karten weniger.
Irgendwann wird es halt auch so weit sein, dass die vollen Karten spielen. Das könnte zum Beispiel bei ihm schon der Fall sein. Ich weiß, er hat den Fischmann. Aber was er noch spielt, weiß ich nicht. So. Wieder zwei Karten weniger. Und wir haben wieder 0. Oh oh. Das könnte zum Beispiel der Fischmann sein. Ein sehr starker Fischmann. Ein super starker Fischmann, weil er auf dem Wasser rumwuselt. Eine gute Chance habe ich, wenn ich das Wasser überschreibe. Ha, Freskaboon, jawohl. Geilo. Da wird was draus, echt? Ah, das ist kacke. Also nicht schlimm. Aber wir schicken ihm mal den Freskaboon ins Gesicht. Dann schieben die mal zusammen. Kann sein, dass ich die gleich brauche. Oh, der hat eine Menge Power-Increase-Zeugs dabei. Ich gehe mal davon aus, dass der Freskaboon den jetzt nicht mehr aufhalten wird. Also was ich weiß ist, du kannst das miteinander kombinieren. So viel steht schon mal fest. Und das hier dann dementsprechend draufschieben. So. Dann gucken wir mal, was draus wird. Ich meine, sie hat nur 2, 3, ne? Was mir halt richtig Sorgen macht, ist die fusionierte Karte. Genau die. Aquachorus. Oh oh. Ich hab's geahnt. Komm mal kurz zurück. Oh Mann, wir kriegen ja nur Scheiße. Alles raushauen, was da ist. Eine Verteidigung aufbauen von Monstern hier. Das muss ich mir was einfallen lassen. Mal gucken, er wird meine Karte jetzt vernichten. Die müssen mittlerweile stark genug sein. 3-2, die kriegt nicht mehr kaputt. Das wart eigentlich schon. Ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt noch aufhalten soll. Und das ist bloß für eine Runde. 2-3 geht noch, aber das andere nicht. Dadurch, dass ich herausgefunden habe, dass die Karten sich nicht kombinieren lassen, die Zauberkarten mit den Monstern, ist das ein bisschen scheiße jetzt. ...3000 hat er. Ich muss jetzt Langzeit planen. Das heißt, ich kann hier eine Elfe hinpacken. Die können wir aufhalten, die Karte hier. Die wird ja automatisch Power-Up verteilen und wird dementsprechend mich schützen. Gegen die 3000er weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Da brauche ich noch eine zweite Elfe. Dann sind die zumindest erstmal geschützt. Verteidigungsmäßig. Dann kommt er nicht mehr an mich ran erstmal. Ha. Den jetzt spiele, habe ich nichts mehr nächste Runde. Kann das machen. Muss ich kurz überlegen. Das wäre schön gewesen, hätte ich noch ein paar Beschwörungspunkte gehabt. Dann hätte ich das nämlich ein bisschen anders machen können gerade. Oh, da steht bloß ein Schritt nach vorne. Die deckt da jetzt auf. Haut sie erstmal selbst Schaden drin. Das ist wieder so ein scheiß intensive Kampi-Döns hier. Und wieder Spellbound. Das ist halt mein Vorteil, ne? Die ganzen Elfen machen halt... schocken halt die Gegner.
In die 800. Ist jetzt zu spät. Jetzt kriegst du ja den Boost nicht mehr. Scheiße. Echt jetzt mal, ey. Raushauen, braucht Platz. In der Runde kann ich mich so rum bewegen. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie irgendwas Schüssel kriege, sonst habe ich gleich ein Problem. Oh, ey, 3,250. Alrighty. Wir haben eine zweite mystische Elfe. Die bringt mir bloß nicht so viel. Ich würde Hoshi gerne so spielen. Das heißt aber, dass ich noch eine Runde mit der Fusion warten muss. Oh. Nee, das ist scheiße, das wird nicht. Und ich hätte gerne schon, dass die hier mit in den ganzen Kram rinkommt. Den ich aber nicht kriegen werde. So, die ist jetzt stark genug, um auch den abzuwehren. Das war dämlich. Nein! Oh, goddammit, ey. Statt sie aufzudecken. Als würde er die nämlich platt machen. Naja, hab ich verloren, dann krieg ich jetzt nicht mehr auf die Reihe. Die werde ich ja nicht mehr so stark hinbekommen jetzt. Außer ich hab nochmal Glück und zieh jetzt nochmal ein Set für eine Elfe, was unwahrscheinlich ist. Kann den ja mal schlecht nur durch solche Deathdinger zerstören. Da könnte ich abkotzen. So dämlich kann doch bloß ich sein. So, die sind ja alle noch nicht spellbar und das heißt, ich drehe die dann um. Das wird nicht. Nicht nächste Runde, also da ruft die Runde tot. Nicht nichts dagegen machen kann jetzt. Kann den noch davor packen. Und hoffen, dass der den angreift. Dann. Nee, so wie ich geplant habe, das ist schön. Dann wird mir bis die andere jetzt. Wird mir die gleich mit dem anderen zerstören. Als wäre nicht passiert, hätte ich nachgedacht. Hätte ich ein Gehirn. Wahrscheinlich ja nicht zu besitzen, sowas. Und dementsprechend ist der ziemlich ätzend. Jetzt stecke ich unter einer Falle, weil ich da nicht mehr rauskomme. Mach jetzt hier irgendwas, komm schon, ey. Trötheini. Trötheini gibt ein bisschen was. Wir machen das mal so, die Runde bin ich ja sicher. Fischvibe. Fischvibe kann man auch benutzen. So, die sind noch hier gebunden. Das heißt, ihr kann nicht so in den Trötheini spielen. Oder noch eine Elfe. Je nachdem, was ich zuerst kriege. Ich kann jetzt theoretisch hier sehen. Das müsste hier, ne, nehme ich die Wegbox. Oh, was fusionieren die? Fuck! Jetzt habe ich so einen Gumpenfisch gemacht und. Oh, Scheiße! Geil!
Vielleicht lenkt er davon ab, dass er da... Er wird jetzt die so angreifen und wird dann hier durchgehen und die vernichten. Dann bin ich tot. Okay, er macht das umgekehrt, warum auch immer. Jetzt habe ich kein Problem, wa? Und Spellbound. Das ist gerade nur mein einziger Vorteil, dass die Karten andauernd Spellbound sind. Jetzt kann ich aber dafür nach vorne, weil die ist jetzt weg. Die gammelige Bitch ist jetzt nämlich weg. So. Mystische Elfe, wir müssen da vorne gleich mal weg. Ich habe bloß noch 8 Karten, da wird nichts mehr draus werden. Ich krieg ja nicht mal den Fischmann da weg, der da kommt. Fishman. Kann jetzt noch diesen machen. Wird hier alles ändern? Ah, das war dämlich, dass ich nach vorne gezogen habe. Da ist so viel Sogen. Zumindest ist sein Movement-Vorteil weg. Also dann, wenn ich weiter bin. Ich muss dem jetzt irgendwas entgegenschmeißen, da die sowieso bloß Schrott sind. Da gehe ich ihm den hier direkt hin. So, ich habe jetzt noch Trompeten-Heini. Trompeten-Heini. 2 von den Elfen sind 3 Karten. Das heißt, ich kriege jetzt noch 2 neue Karten und wenn das nicht ist, dann bin ich am Arsch. Die Globe, da kommt doch nicht mehr viel. 2,57, Alter. Bringt nichts, zu wenig. Ist eindeutig alles zu wenig. Kann hier jetzt die hier platzieren. Ne, da kommen nur 3 Karten, ne? Soll das heißen, Lobik. Tag jetzt Scheiß hier macht. Oh, leckst du mir am Arsch, du? Machen wir das so. Platzieren die hier. Und warten noch eine Runde. Dann krieg ich jetzt 2 neue Karten. Und wenn dann keine Elfe rauskommt, dann ist die Gunny, was ich machen soll. Naja, kommt ja nicht mehr weiter, der Fisch hier. Le Fischi. Ja, ich bin zu früh reingegangen in diese ganze Sache. Das hat sich halt nicht rentiert in der Hinsicht. Zu früh in diesen Gegner. Ja, das ist Bullshit, die kriegt hier. Schön ist, ich kann jetzt einfach alles schön nach vorne schieben die ganze Zeit. Kann jetzt hier nochmal ein bisschen Mist rauswerfen. Und meine Karte herstellen. So, jetzt kriegen wir die letzte Karte und wenn ich da keine Elfe mehr draus machen kann, dann bin ich wirklich am Arsch. Dann kann ich echt absolut gar nichts mehr machen. Dann kann ich auch gleich aufheben. Ja, das ist scheiße, so kann das laufen, ja. Ich brauche nicht viel, um zu verlieren. Hier kann ich nochmal jetzt so eine Dingstante draus machen. Jetzt kann er mal ein klein bisschen helfen. Aber wie doll ist die Frage? Und jetzt wäre Terra Minus hier drauf. Das ist ja echt kacke. Spellcaster, wa? Achso. Naja, Mal gucken, was jetzt passiert. Ah, das ist immer 1000 irgendwas Schaden.
Problem ist, sie kommen halt nicht ran an den, solange wie er im Wasser ist, ne? Packt ihr mir jetzt gleich was Neues vor der Fresse? Okay. Scheinbar nichts, was mich wirklich schaden wird. Nochmal 1000 Schaden. 650 Schaden muss ich jetzt irgendwo rausprügeln. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. 650 Schaden irgendwo her. Wir haben ja keine Karten mehr. Jetzt geht's los. Der hat 2,6, wenn er am Wasser ist. Er hat 2,7, wenn er... Ich gehe mal stark davon aus, da wird irgendwas sein. Naja, wenn ich am Arsch. Wobei, macht ihn ja kaputt, ne? Ja, gerade so. So, jetzt habe ich nämlich ein Problem. Und zwar, ich muss die Elfie wieder runterkriegen. Was nicht möglich sein wird. Dafür muss ich das Feld erst freiräumen. Und dann wird der mir jetzt auf den Pelz rücken hier. Kann also nur diesen machen und hoffen, dass ich den hier oben entfernen kann. Dann kann ich die mystische Elfe dahinter hinher schieben. Ach nee, Alter. Er fusioniert mir jetzt so viel. Nee, dann wartet jetzt. GG. Ja, weil ich mich da auch verspielt habe, ne? Dementsprechend, habe ich das auch richtig schön kaputt gemacht. Ja, hör auf, deine Karten zu tappen, das macht überhaupt keinen Sinn. Gut, dann war's das. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet und was man vielleicht verändern oder verbessern könnte. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.